Ja. Danke. Aber reden Sie ruhig ein bisschen miteinander. Mein Gott. Das ist doch ordentlich wieder was. Das ist doch echt geil. Ornament. Das ist doch nicht nur bei Irland. Was ist das? Schlossfest? Ja, was denkst du? Ich bin mal insgesamt Schlossfest, mein lieber Mann. Bau. Ja. Okay, ich habe euch beide, aber ich liege doch jetzt noch mal. Ja? Schwager vielleicht noch dabei. So lange bin ich hier noch nie gelaufen. Noch nie am Stück gelaufen. Hast du dann 90 Meter zu sehen? Der Erfolg des Buchholzer Kunstvereins ist zu einem großen Teil auch Ihr persönlicher Erfolg. Der Kulturpreis der Stadt Buchholz 2011 ist deshalb, ich sage das jetzt mal ein bisschen pädagogisch, ein Stück weit Ihr ganz persönlicher Preis. Ihnen und den Mitgliedern Ihres Vereins gratuliere ich ganz herzlich und sage danke für Ihre tolle Arbeit. Machen Sie weiter so. Spielen, ne? Ja. Wie wenig man bei der Arbeit immer voneinander weiß, ne? Dass Leute noch so, dass sie auch noch, das ist das, was Kai immer sagt, dass das Saarland so anders ist. Christoph Selke ist mit der überregionalen Kunstszene gut vertraut und kann daher viele interessante Künstler nach Buchholz locken. Außerdem ist er offen für alles, was nicht langweilig ist. Thank you.
grüße ganz herzlich das Mitglied des Landtages in Brasilien. Danke ihr für die Laudatio und besonders für die lobenden Worte. Es ist manchmal schwer, ein Lob entgegenzunehmen, aber das tue ich heute gerne. Ich begrüße ganz herzlich den Bürgermeister dieser Stadt, Hans-Friedrich Geiger, und danke auch ihm für die anerkennenden Worte des Kunstvereins. Ich glaube, das haben Sie deutlich gespürt, dass er ehrlich war und wie wichtig der Kunstverein für diese Stadt geworden ist und sicherlich auch bleiben wird. Ich begrüße alle Ratsmitglieder, ehemalige und aktuelle. Ich begrüße alle Mitglieder der Kulturpreiskommission, die wie in all den Jahren eine sehr kluge Entscheidung getroffen haben. Diesmal natürlich eine besonders kluge. Ich begrüße alle Honorationen dieser Stadt. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Eine Ausnahme möchte ich machen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herrn Schmidt, den Innerbürger dieser Stadt. Herzlich willkommen. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Freiheit des Denkens, Freiheit der Gefühle, Freiheit des Ausdrucks. Und es sind die Künstler im Kunstverein, die uns die Möglichkeit eröffnen, quasi das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Most arts has nothing to most people ist der vom britischen Künstler Heath Bunting geprägte Leitsatz des Kunstvereins. Es sind die Künstler und ihre Werke, die diesen Satz aushebeln. Es sind die Verantwortlichen im Kunstverein, die von Anfang an ihre Aufgabe darin sahen, diese These mit Leben zu füllen und sie quasi zu widerlegen. Uns wurde am Anfang oft mit Missverständnissen dieses Mottos eine gewisse Arroganz und Hochmäßigkeit nachgesagt. Aber ich glaube, dieses Vorteil hat der Kunstverein mittlerweile gründlich widerlegt. Die Kunst ist eine hervorragende, herausragende Quelle der Sehnsucht nach einer Begegnung mit einer tieferen Wirklichkeit als in sich selbst. Es ist eine förmlich überlaufende Quelle an Inspiration, Imagination, Fantasie und Wörtern und Bildern, die ein glanzvolles Licht auf die Wirklichkeit wirft. Alle Macht geht vom Auge aus oder, wie der von mir geschätzte Horst Janssen gesagt hat, nicht das älteste Gewerbe der Welt ist das älteste Gewerbe, sondern das Gucken ist das älteste Gewerbe. Das Auge suggeriert die Ordnung der Welt und alles, das heißt, unser Verhältnis zur Welt hängt vom Sehen ab. Sehen ist die ursprüngliche Tätigkeit des Menschen. Sie steht am Anfang. Von ihr geht alles aus. Unser Auge ist nicht der Spiegel unserer Seele, sondern die Seele selbst, in der sich die Welt spiegelt. Durch die Freiheit des Sehens kann, soll, muss und darf sich eine Freiheit und Weite des Denkens bilden. Aber wenn Sie diesen Katalog, den wir hingelegt haben, den Sie heute Abend gerne mitnehmen dürfen, durchblättern, werden Sie sehen, wie die zeitgenössische Kunst sich auch in den letzten 10 Jahren entwickelt hat und wie Künstler die Welt in ihren Augen und durch ihre Mittel darstellen, so wie wir sie im Kunstverein präsentiert haben. Es sind Künstler wie Hans-Jörg Bengel, Josefa Rivera oder Frank Pein, um auch mal die einheimische Kunstszene ins rechte Licht zu rücken, die im positiven Sinne zornig genug waren und es auch geblieben sind, die sich ständig gegen Kunst als Dekoration, als Kunst, als Eventfaktor in einer Spaß- und Erlebnisgesellschaft gewandt haben, die sich nie als unterhaltendes und zerstreuendes Element in unserer Gesellschaft betrachtet haben. Wir brauchen diese Herausforderung mit neuen künstlerischen Gedanken. Wir brauchen diese Experimentierfreude und alles überfließende Kunst, Lust an künstlerischer Kraft und Gestaltung. Lass dich fallen. Lerne Schlangen zu beobachten. Pflanze unmögliche Gärten. Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein. Mache kleine Gesten. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume. Weine bei Kinofilmen. Schaukle so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondschein. Pflege verschiedene Stimmungen. Verweigere dich, verantwortlich zu sein. Tu Dinge aus Liebe. Mache eine Menge Nickerchen. Gib Geld weiter. Mach es jetzt. Glaube an Zauberei. Lache eine Menge. Bade im Mondschein. Träume wilde, fantasievolle Träume. Zeichne auf die Wände. Lies jeden Tag. Stell dir vor, du wärst verzaubert. Nimm Kinder ernst, höre alten Leuten zu, öffne dich, tauche ein, sei frei. Lass die Angst fallen, spiele mit allem, unterhalte das Kind in dir. Baue eine Burg aus Decken, werde nass, umarme Bäume, schreibe Liebesbriefe, lebe. Vielen Dank.